Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei Polybridge 2 an diesem Dienstag. Das heißt, wöchentliche Herausforderung. Ihr seht doch schon, Woche 67. Wir haben unbegrenztes Budget, was mich wundert bei so einer Challenge. Alle Materialien, wir müssen nur diesen Kipplaster hier hochbekommen. Und das sieht überraschend ähnlich mit einem Workshop-Level aus, das ich im letzten Stream gemacht habe. Bei mir letzter Stream, bei euch vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Nur, dass wir da einen anderen Wagen hatten. Wir haben hier wie viel Meter? 36,5 Meter. Der ist schwerer. Und wir haben eine Budgetbegrenzung. Wie viel Meter haben wir hier? Wenn wir ganz kurz gucken. Okay, diesmal ist ein bisschen größerer Abhang. Aber es hat mich direkt daran erinnert. Ich glaube, es ist sogar schlauer, wenn wir direkt auf die... Ah, wir lassen es erstmal sein. Wir lassen es erstmal sein und gucken halt mal, wie schnell das hier gelöst werden kann. Ich vermute mal, dass es jetzt nicht unbedingt schwer sein sollte, diese Challenge zu lösen, weil, wie gesagt, wir haben ja im Prinzip keine Begrenzung, was das Finanzielle angeht. Und wer meine Videos kennt, weiß, bei mir gilt Challenge für mich persönlich immer im Budget bleiben und ohne Bruch. Eins davon ist schon mal sehr leicht zu machen, wenn man keine Begrenzung hat. Also von daher kann man hier jetzt eigentlich relativ großzügig lang gehen. Und dann gucken wir mal, ob das alleine hier schon zu einer schnellen Lösung des Levels führt. Wäre mal aber ganz nett, so ein schnelles Ergebnis im Prinzip. Gucken wir mal, ob das hier mit 72.000 schon aushält. Nein, tut's nicht. Okay. Weil hier die Verbindung fehlt, die ich eingeplant habe. Ich dachte, hier hätten wir eine Verbindung schon hinbekommen. Genau. Die alleine hat gefehlt, deswegen hielt es nicht. Die Frage ist, kommst du da hoch? Hast du genug Power? Du hast genug Power. So, wir müssen eventuell noch ein bisschen anpassen, was die Stabilisation angeht. Gerade hier unten sehen wir ordentlich Druck. Das heißt, hier eventuell mit einem Muskel nachhelfen oder noch einen zweiten Bogen darunter schaffen. Weil dann würden wir auch das hier entlasten. Aber das scheint sogar erst noch zu gehen. Die Belastung ist hier sehr hoch. Sie wird aber jetzt natürlich immer geringer, weil die Belastung jetzt Richtung Mitte geht. Vielleicht bessere Straßen nutzen, damit sie mehr aushalten. Aber das könnte mit die schnellste Lösung oder das schnellste Lösen einer Weekly Challenge für mich sein. Das sieht ehrlich gesagt richtig gut aus. Ist das ein First Try? Also First Try im Sinne von, wo die Brücke fertig war. Weil davor bei dem Versuch war die Brücke ja nicht fertig, weil es hier keine Verbindung gab, die ich einkalkuliert hatte. Deswegen hatte ich ja hier markiert. Aber das sollte hinhauen. Verdammt! Ich sollte die Klappe halten. Immer wenn ich sage, das sollte hinhauen, kurz darauf geht sie kaputt. Ich werde jetzt nur die Ränder verbessern. Weil da kann es das zusätzliche Gewicht auf jeden Fall aushalten, denke ich. Weil jetzt sollte es wirklich hinhauen. Ja, jetzt haut es nämlich hin. Das war relativ einfach. Ja, das ging schnell. Wir gucken mal in die besten Dinger. Wir sind sogar damit in den oberen 19%. Wow, weil wir nur ohne Schaden anzeigen. Wie ist es mit Schaden? Oder wir gucken einfach hier im Budget nach. Weil hier wird sicherlich irgendwas Abstruses dabei sein. 6.899. Das Ding fliegt einfach. Von Smithy.
Ja, man erkennt leider nicht viel. Ansonsten 54.000 von Eunice. Der hat auch häufig diese Trick-Level drinne. Gehört mit einer zu den besten Polybridge-Bauern sicherlich. Weil er die Physik dahinter unglaublich gut versteht. Macht auch YouTube-Videos. Wenn ihr Eunice sucht, findet ihr ihn sicherlich. Hier über Spannungen, okay, mit Holz. Der hat hier einen Crash, hat hier einen Anker. Ah ne, der hat hier auch über Spannung gemacht, nur einen sehr langen Arm. Deswegen auch deutlich teurer als wir. Eventuell könnten wir unsere Wiederholung sogar speichern. 144 hier. Was hat der denn gemacht? Der baut hier unten drunter Perfly. Level Creator auch. 178.000 von Optimus Prime. Ordentlich massiv gebaut, aber ansonsten nichts in Anführungszeichen Besonderes, wenn man so will. Ja. Wir werden unsere Wiederholung mal teilen, weil hat ja gar nicht mal so schlecht ausgesehen. Ging relativ schnell. Jetzt die Frage, was mache ich für den Rest der Episode? Weil sowas ist dann doch selten. Wir können noch ein bisschen versuchen, das Ganze hier zu trimmen. Allerdings, das Problem ist, ich weiß jetzt, wie die es gemacht haben. Das heißt, wenn ich versuchen würde zu trimmen, also Geld zu sparen, würde ich wahrscheinlich auf deren Richtung gehen. Das will ich eigentlich gar nicht. Das ist ein bisschen unschön. Wir machen mal einen Cut und mir wird was einfallen, was jetzt noch in den Rest des Videos geschieht, weil unter 10 Minuten ist dann doch ein bisschen wenig, finde ich. So, ich habe da eine Kampagne gefunden. Coole Level von Max Dominik. Er hat das Level versucht, sein Glück und hab Spaß gemacht. Das habt ihr ja schon gesehen, hoffentlich. Ich würde sagen, wir springen da einfach mal rein und gucken mal, ob wir das noch in einer, diese ganze Challenge in einer einigermaßen akzeptablen Zeit lösen können. Jawohl. Abgeschlossen. Im Budget ohne Bruch. Das ist wie immer das Ziel. Und dementsprechend gucken wir mal. Eine einfache Zugbrücke. Ich weiß nicht, ob Max Dominik die ganzen Level gemacht hat oder ob der die einfach nur zusammengestellt hat. Können wir aber upsala, gleich mal gucken. Wahrscheinlich hat die Max Dominik gemacht. Ah, schade, das haut so nicht hin. Aber wir können hier ja noch so ein bisschen runtergehen. Reicht der Kontakt? Nein. Dann machen wir das Ganze mal ohne Crit. Perfekt. Okay, ein bisschen übertrieben, was das Einziehen angeht. Vor allem, wenn man sieht, er muss eigentlich nur ganz millimeterweise einziehen. Mehr muss er gar nicht machen. Er muss, das ist nicht Millimeter genug. Gehen wir auf 15, das sollte reichen. Ja, das ist perfekt. Die Frage ist nur, hält die Brücke das hier aus? Ich denke schon. Ja, kein Problem. Im Budget, wunderbar. Man kann natürlich wieder ein bisschen Geld sparen. Wir machen hier einen kurzen Blick in die Galerie. Er hat halt einfach schon offen gemacht und lässt ihn einfach rüberfahren. Dann braucht er keine Hydraulik. Nett. All my homies hate Stasis. Kleine Hydraulik, natürlich umso besser. Und Ovine Aviation. Ähnliches Prinzip. Zugbrücke 2. Drittes Level. Sieht ein bisschen komplexer aus. Zumindest was die Hydraulik angeht. Man muss ein bisschen mehr einziehen als vorher. Aber das sollte vom Prinzip her genauso funktionieren wie das letzte Level auch. Es wird kein direkter Kontakt möglich sein. Das dachte ich mir schon. So. Gucken wir mal, ob das hier alleine schon reicht. Wieder ein bisschen weniger einziehen. Clip, klapp. Wenn ihr Level habt, die ich spielen soll, immer her damit.
Das kann so nicht funktionieren. Wenn ihr Level habt, die ich spielen soll, immer her damit. Ich überlege gerade was anderes. Indem ihr einfach die Level-ID oder den Level-Namen unten in die Kommentare schreibt. Ich will mal gucken, ob das hier so funktioniert, wie ich das gerne hätte. So, hier drauf achten. Er müsste jetzt nach unten gehen. Ja. Leider nicht weit genug. Das heißt, die müssen hier ein bisschen spitzer sein. Dann brauchen wir den hier aber eigentlich auch nicht. Können wir den nicht sogar komplett bis da ranziehen? Und den dadurch genug einziehen lassen? Müsste hinhauen. Was natürlich auch geht, ist der Name des Levels einfach in die Kommentare reingeben. Schade, hält die Straße nicht aus, aber da können wir nachhelfen, indem wir rechts und links, vielleicht sogar nur rechts und links, eine bessere Straße nehmen. Ich hoffe, dass das allein schon reicht. Nee, er braucht mehr. Gut, er braucht mehr Unterstützung. Er kriegt mehr Unterstützung. Das Gewackele hier könnte ein bisschen nervig sein. Eventuell noch weiter an die Wand drücken. Ja. Okay, das hältst du nicht aus. Dann machen wir hier eben Muskel hin. Und das Ganze kopieren wir natürlich wieder. Weil ich will halt einfach das Ganze gespiegelt haben. Da auch direkt drauf achten. Das sollte jetzt besser sein, hoffe ich. Ansonsten müssen wir noch eine weitere Stabilisierung reinbringen. Ich glaube, die wird notwendig sein. Schade eigentlich. Vor allen Dingen, weil das hier so nicht funktionieren würde, weil er einzieht. Wie ist es denn, wenn wir den hier nicht mehr einziehen lassen? Reicht das noch? Ich glaube nicht, nee. Er brauchte diese zweite Hydraulik. Ich fand die Idee eigentlich ganz nett. Dass er eben hier reingeht. Nur leider war das nicht stabil genug für den Kollegen. Komm schon. Das lief so gut bis dahin. Na also. Einfach nur ein bisschen mehr Stabilisierung reinbringen. Und dann ist es okay. Das können wir auf jeden Fall auch teilen. Ich habe ja gesehen, natürlich mit zwei Hydrauliken geht es natürlich ohne Probleme. Aber ich wollte was anderes machen. Hier, klassische Doppelhydraulik. Das hier finde ich besser. Nach oben gehauen mit einer Hydraulik. Deutlich günstiger als meins. Aber egal, ich bin günstiger als die Doppelhydraulik an der Stelle. Level 4, große Zugbrücke XXL. Was passiert? A fährt Hydraulik, C fährt Hydraulik, E fährt. Das heißt, er fährt dann zurück. Also das einzig große Problem ist, eigentlich ist das gar keine große Zugbrücke. Man muss nur hier so ein kleines Stück Zugbrücke nutzen.
Das heißt, ich werde das nur bis dahin machen. Werde den Rest souverän von hier ein bisschen stabilisieren. Dann das Ganze natürlich kopieren. Zack, zack. Ich sollte das hier sogar rüber kopieren. Kann ich wieder nicht. So, das wird definitiv halten. Ich glaube, hier eine Hydraulik könnte schon reichen, das Ding zu lösen. Und wir sind definitiv im Budget. Die Frage ist, hält das Ganze? Wahrscheinlich nicht. Weil das doch ein bisschen Gewicht hat. Ja. Das hält leider nicht. Wir könnten sogar... Ich überlege gerade, ob wir hier noch einen Arm hinmachen. Und dadurch das Ganze einfach nur ein bisschen nach rechts verlagern. Wir brauchen eigentlich gar nicht so viel Bewegung. Das allein wird schon reichen, glaube ich. Und das würde halt ein bisschen stabiler werden, weil wir dann noch einen weiteren Arm drin haben. Wir darauf achten, dass hier die Nummern stimmen. Wird wahrscheinlich immer noch einreißen. Ja. Habe ich gesehen, habe ich erkannt. Und weil wir das Geld haben, verbessern wir alles mit stärkeren Straßen. Jetzt müssen wir nur hier nacheinander die Teile ersetzen, die den Druck nicht aushielten. Ich habe gehofft, das würde schon reichen. Meine Hoffnung wurde je zerstört. Ein, zwei da reinziehen, weil hier muss die Bewegung da sein, weil das Schiff ja noch kommt. Jawohl. Die Aufgabe auch geschafft. Weil der wird auf jeden Fall jetzt dieses kleine Auto da halten können. Kann man auch wieder deutlich günstiger machen, gerade hier rechts und links, overengineert bis zum geht nicht mehr mit viel Stahl. Man kann natürlich auch ohne Hydraulik bauen, klar, aber wir haben uns da mal dran gehalten. Hardcore. 1147 Dollar. Er fährt. Wir haben eine Hydraulikphase. Ist es nicht einfach nur das? Nicht ganz. Hydraulik fängt aber, glaube ich, erst an, wenn er den Check, wenn er den Ding hinten erwischt hat. Er muss ja im Prinzip runterfahren mit der Hydraulik. Richtig. Er muss einfach nur runterfahren. Zu wenig. Zu wenig. Ja. Geschafft. Interessant. Auf jeden Fall was ganz Neues. 400 Dollar. Auch einfach mit einer Straße gemacht. Verdammt. Ärgerlich, dass ich da wirklich eine Hydraulik genutzt habe. Das müsste aber auch mit Holz gehen. Aber dann kommt er da nicht hin.
Dann geht es darum, einfach nur die richtige Verteilung zu finden. Ich verstehe. Das Problem ist, wenn du das ohne Straße machst, du brauchst hier die Straße, damit er den Weg hat, den Grip hat, um runterzukommen. Den hat er nämlich sonst nicht. Clever. Wirklich clever. Naja. Starke Brücke. Hart. 21 PG. Ich denke, die kriegen wir jetzt auch noch schnell hin. Dadurch ist die Folge doch... Aber wir haben so viel Geld. Reicht das allein nicht? Oh, das reicht nicht. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben so viel Geld. Da können wir hier noch mal ein bisschen was raushauen. Oh. Das ist nicht mal symmetrisch. Wie unverschämt. Gut, dass ich das noch gemerkt habe. Und die Folgenlänge ist damit doch wieder einigermaßen human. Wir haben die 20 Minuten überschritten, aber wir nehmen uns jetzt die Zeit, hier das Level auch noch zu schaffen. Wenn wir gerade dabei sind, machen wir das auch noch. Hätte ich gesagt. Okay, es scheint doch schwieriger zu sein als erwartet. Ich meine, es hieß hart. Aber geschafft. Das Problem ist da oben dieses Teil drauf. Das hat sicherlich... Danke, dass du gespielt hast. Kein Problem, Max Dominik. Vielen Dank für die Level. Der hat hier Holz genommen. Kurzer Blick drauf von RCO. Muskel, okay. Interessant, deutlich günstiger als ich. Deutlich günstiger als ich. Einfach nur mit Dreiecken von Seniorentanztee. Wie dem auch sei. Euch wie immer, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Level habt, die ich spielen soll, einfach her damit. Und bis dahin noch einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen.